Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starbound Unstable 1.0. Und ja, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger schlecht als recht die Intro-Mission überlebt, während es viele andere nicht geschafft haben. In der Zwischenzeit habe ich jetzt mal angefangen, die Folge, die ich gerade gespielt habe, hochzuladen. Und ich hätte in der Zwischenzeit einfach mal aus dem Spiel gehen sollen oder so, denn unsere Hungerleiste ist ganz schön in die Brüche gegangen. Und ich werde jetzt damit mal... Okay. Ich habe jetzt einfach mal das Zeug getrunken in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen Nahrung bringt. Aber stattdessen bringt es uns einfach mal gar nichts. Ich hoffe, wir können jetzt einfach mal... Können wir Weizen essen? Nee, können wir natürlich nicht. Können wir den Reis essen, den ich gerade gesehen habe? Den können wir auch nicht essen. Taschenlampe wäre gut. Ach, Moment mal. Ah, Taschenlampe. Hier drin ist die Taschenlampe und ich glaube, ich habe die Folge sogar damit beendet, dass ich mal hier kurz reingeguckt habe. Erstes nehmen wir die Flashlight und die setzen wir auch... Ja, können wir ruhig mal da hinsetzen. Und dann nehmen wir uns die Fackeln, die können da hinten bleiben, ist auch mir recht. Und dann nehmen wir uns Nahrungen, die Dinger und die essen wir auch gleich. Und dann sind wir auch gesättigt. Und Come Visit Us. Das ist jetzt das erste aus den Mods. Die Research Reality Facility. Das ist jetzt mehr oder weniger die Einladung in den Science Ausposten und damit in die Welt von Fucking Universe. Ja, so wollte ich den Satz eigentlich sagen. Das ist die Einladung in Fucking Universe. Und ja. Leider ist das alles noch sehr stark im Bau. Ich empfehle eigentlich keinem, das jetzt schon so auszuprobieren, denn das ist alles, wie gesagt, Work in Progress. Unser erster Auftrag hier wird sein, sobald ich den Typen dazu gefunden habe, da oben ist er. Unser erster Auftrag wird sein, einen Meta-Manipulator zu bauen. Nee, Meta-Assembler. Meta-Manipulator ist das gelbe Ding, was ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Der Meta-Assembler wird unser erster Auftrag sein und dann kriegen wir einen Mining-Laser als Belohnung. Der ist jetzt nicht so besonders toll, aber da ist zumindest der Anfang von was Tollem. Ja, ich würde sagen... Moment, wir gucken gerade mal noch, ob es hier einen anderen Auftrag gibt. Nuklear-Core. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal alles an. Irgendwann kriegst du deinen Nuklear-Core. Keine Sorge, Schätzchen. Der Bienenmann will eine Bienenstation haben und wird mich dann in die aufregende Welt der Imkerei einführen. Und hier hinten ist der Typ, der mir nicht Schnaps braut, sondern der mich dazu anleitet, wie man Schnaps braut, indem ich einen Boost-Kit baue. Das werde ich wahrscheinlich wieder relativ spät erst machen, aber Bienen werden wir relativ früh machen. Ja, save the bees, sage ich nur, weil es da gerade steht. So, und ich bin zu blöd, hier hochzuspringen. Was leider bei Fucking Universe noch nicht funktioniert, ist der Teleporter hier. Ich kann zwar antippen, Science ausposten, und ich kann mich zurück zum Schiff beamen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Wenn ich mich jetzt hier zum Science ausposten zurück teleportieren möchte... Also, vor uns hat es noch nicht funktioniert. Ich würde mich wundern, wenn es jetzt funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Wenn wir zurück wollen, müssen wir immer wieder hier draufklicken. Und wieso habe ich jetzt die schon zur Auswahl? Das fühlt sich nicht richtig an, dass ich das jetzt schon anwählen kann. Moment, wo haben wir denn den Questlog? Ich drücke einfach J. Metaspills, Beekeeping und Making Boost Kit. Und Research Facility haben wir schon... Ja. Erledigt, indem ich das Poster da aufgesammelt habe. So, unser Häschen bekommt ein bisschen Liebe, sozusagen, indem ich es einfach mal streichel. Und ja. Wieso ist die Musik jetzt gerade so bedrohlich? Und hier haben wir jemanden, der hier schon drin wohnt. Das sieht cool aus. Mhm. Hallo. Should I have a picnic? Ja, dann hier, du besorgst die Sachen und ich setze mich dann dazu. Cool. Wir klauen ihm jetzt einfach mal seine Kartoffelsamen und seine Maissamen. Und sein Mais auf jeden Fall. Weizen. Ja, ein bisschen was lasst man auch übrig. Ah, hier steht jetzt Refidget Storage.
Essential for making bread. Ich sehe jetzt nicht, dass... hier sehe ich, extreme well preserved. Bei einigen Sachen gibt es jetzt halt so eine Art Counter, wie gut oder schlecht die sind. Und bei Weizen scheint das nicht der Fall zu sein. Das ist okay, da kann das ja hier drin bleiben. Das andere habe ich bloß vom Schlechtwerden bewahrt. Sage ich jetzt mal so. Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Was soll denn das? Das ist doch ein Scherz, oder? Hier, ich muss mal deine Hütte etwas umbauen. Die ist, ja. Nicht vogelgerecht. Jetzt hier nochmal das gleiche. Wieso kann ich plötzlich nur noch so gering springen? So. Ich mag es eigentlich nicht, diese Häuser hier komplett abzureißen. Das widerstrebt mir so ein bisschen. Was man machen könnte, wäre das hier als Ausgangssituation für ein neues Dorf oder so zu verwenden. Darauf hätte ich auch irgendwie Lust. So. Wir hätten den nicht mal bestehlen müssen. Wir hätten jetzt einfach so hier entlang gehen müssen und hätten uns dort bedienen können. Und ich hoffe so sehr, dass wir hier nicht schon so früh sterben. Wer sich wundert, warum ich hier ständig die Sachen wechsle, die neue Toolbar, die ich überhaupt nicht leiden kann und in der ich mich wahrscheinlich, oder wegen der ich mich jetzt wahrscheinlich jede Folge aufs Neue aufregen werde, diese neue Toolbar braucht neue Tasten, mehr oder weniger. Und früher habe ich ja immer alles auf die Null gesetzt, weil das von, so wie ich die Hand halt halte, immer sehr bequem zu erreichen war. Und das, die Null ist jetzt bei mir, das zu wechseln. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwann damit zurechtkomme. Aber momentan drücke ich häufig die Null, wenn ich meine Hauptwaffe anwählen möchte. Und da muss ich noch ein bisschen aufpassen. So, Reis, alles mitnehmen. Apropos alles mitnehmen, wie viel Platz haben wir denn noch? Ah, nicht so viel. Ich esse mal ein bisschen was. Das bringt doch leider fast gar nichts. Also das Spiel zwingt einen schon so ein bisschen, sich mit dem Kochen und so weiter zu befassen, wenn man denn anwählt, dass man ja Hunger haben möchte. Wenn man Hunger haben möchte, dann muss man sich auch drum kümmern. Und ich werde jetzt mal ein paar Bäume fällen. Ja, ich habe ein bisschen Holz gefunden. So. Und der nächste Baum. Und ein paar Saplings. Ich würde jetzt einfach mal, damit sie schnell aus meinem Inventar sind, die Saplings gleich wieder anpflanzen. Für jeden Baum, den man gefällt hat, pflanzt man zwei neue. So. Das wäre doch mal nach. Das ist doch nachhaltig. So, hier haben wir ein paar Sachen. Ein bisschen Planfiber, ein paar Petals. Irgendwas, was ich richtig ausrüsten kann. Wir können mal hier so eine Notdose. Aber wenn wir die Notdose, dann machen wir aber auch so, dass ich mit der linken Maustaste das machen kann. So, rote Blume brauche ich nicht. Hier wohnt ein Glitch. Ziemlich bevölkert der Planet. Hallo Glitch, was hast du zu sagen? I can't find my favorite boots. Ja, da bin ich aber noch nicht verantwortlich. Sind sie vielleicht hier oben? Nee, aber Pixel hast du hier oben. Jetzt hast du keine mehr. Aber das sage ich dir nicht so direkt ins Gesicht. So, und dein neues Bionom. Ah, und neue Gegner. Oh, zwei Gegner. So, wach wieder auf. Was bringt eigentlich die zweite Attacke? Na, auch nicht wirklich so viel. Greifst du mich an, wenn du mich siehst? Nein. Dann müssen wir dich auch nicht unbedingt töten. Und was sind denn das hier für Bäume? Sind das solche, die Planfibers abgeben? Das wäre genial. Wenn wir gleich am Anfang... Nein, haben wir leider nicht. Die sind zwar sehr schön irgendwie, aber... Nein, brauchen wir nicht. Und gleich wieder, wie die Samen loswerden, die blockieren wir bloß das Inventar und... Ja, komm. Wann werde ich dazu kommen, mal solche Bäume anzupflanzen? Höchstens, wenn sie Plantfibers abgeben. Dann natürlich gerne, aber so. So, und sobald wir einen ordentlichen Meta-Manipulator haben, da werde ich auch umhergehen und solche Ruinen und so weiter kaputt machen und einsammeln, um dann die Rohstoffe zu haben für meine eigenen Bauvorhaben. Und jetzt ist eine Entscheidung. Will ich da runtergehen und mich ein bisschen im Untergrund angucken oder will ich jetzt hier weitergehen? Ich habe mich gerade entschieden. Ich guck mal, ob ich hier oben weiterkomme. Und, ah, das...
vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, die Sprunghöhe ist jetzt nicht wirklich die beste. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Ich habe mich gerade gefragt zwischen oben und unten. Ich gehe einfach durch die Mitte. Taschenlampe wäre ganz gut. Oder. Wir setzen ein paar Fackeln. Und sammeln ein bisschen Kohle ein. Da können wir mehr Fackeln machen. Das dauert alles so langsam am Anfang. Ich habe vergessen, wie langsam das alles ist. Es macht Spaß, aber selbst jetzt in meinen Probespielen bin ich immer in Admin-Mode gegangen. Und Admin-Mode ist einfach ein bisschen schneller als das hier. Und ich dachte, wir können ja ein paar von den neuen Metallen einsammeln. Das ist das hier. Das müsste Berlinit sein. Oder? Es dauert erstmal. Ja. Berlinit oder Berlinit. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, kommt hier irgendwann mal noch eine Höhle oder sowas? Das sieht nicht so aus. Wisst ihr was? Dann nehme ich meine Fackel mit. Und noch ein paar. Hier. Plant Fibers. Und dann laufe ich doch hier oben drüber. Weil das sieht momentan so aus, als würde ich es eher schaffen. Ich kann mich dort in die Höhle reingraben, damit ich wenigstens ein bisschen Hoffnung habe, das hier schneller zu beenden. So. Es dauert trotzdem seine Ewigkeit. Oh, ich sehe Eisenerz. Später werden wir uns damit zuschmeißen. Aber jetzt am Anfang ist es relativ selten. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, oh Gott, wie hieß die Stadt in Österreich? Schwarzberg oder so? Wo früher immer das ganze Silber abgebaut wurde. Das ist so ein bisschen wie Starbound am Anfang. Man unternimmt riesige Unternehmungen, durchgräbt einen ganzen Berg auf so der Suche nach so ein bisschen Silber und später, da findet man dann in Portugal, da finden die Portugiesen, nicht in Portugal, da finden die Portugiesen am anderen Ende der Welt, finden die dann plötzlich so ein paar reichhaltige Rohstoffquellen und plötzlich, fragt man sich, warum habe ich mich so abgemüht, hier den ganzen Kram zu machen, wenn es doch so viel einfacher vorher war. So, und ich habe es gewusst, es geht hier, ich muss hier wirklich aufpassen. So, wisst ihr was, ich lasse dich einfach am Leben. Ich hoffe, ich bleibe am Leben, wenn ich jetzt hier runter falle. Wir machen mal folgendes. Ich drücke mal auf C und verarbeite meine Plant Fibers gleich mal in Medizin, die ich dann auch anlegen werde. Wo lege ich denn meine Medizin hin? Auf die 4. Und auf die andere Seite die Taschenlampe. Und so. Ja, das fühlt sich besser an. Hier ein leeres Haus. Ja, das. Ich denke mal, dass es leer war. Hat trotzdem ein schönes. Wisst ihr was, wir nehmen uns einfach das Bett mit. Momentan sehe ich hier niemanden, der es vermissen würde, und wir nehmen das Campfire mit. Ja, ich habe Feuer entdeckt. Ich habe Feuer gemacht. Ein Schneebionom. Das sieht cool aus. Oh, die sind niedlich. Die sind niedlich, die will ich haben. Jetzt noch nicht. Ui, was war denn das? Ich will den leckeren Inhalt von dir haben. Iron Ore, das hat sich ja gelohnt. Wieso ist das Viech aus Iron Ore? Wieso besteht das Viech quasi aus Iron Ore? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich höre jemanden kämpfen. Da will ich hin. Ah, da oben. Cool. So, ich hoffe, hier stürzt nichts ein. Hallöchen. Eat well if you want to fight well. Also wenn du gut kämpfen willst, dann musst du gut essen. Ja, hübsch hat das hier. Was ist denn das? Accident win similar to our. This one means personal growth. Okay. Oh, diese Sprunghöhe, die ist so furchtbar. Oh, und der unterstützt mich. Another fight won. Juhu. So. Ah, und ich sehe gerade, von wegen Eat Well, wir müssen wieder ein bisschen Zeug in uns stopfen. Na eben, wir können jetzt mal das Campfire ausprobieren. So, ich leg das mal vor deine Hütte. So, ich habe dir Feuer mitgebracht. Gebackene Kartoffel.
Und ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Sehr schön. Boiled Weiß. Und Popcorn aus dem Korn. Da selbst Korn nicht so wirklich viel bringt, mache ich das jetzt auch. Und, oh, der hat... Ja, lass mal dem dann das Campfire. Zur Not macht man ein neues. Aber ich will jetzt Popcorn essen. Mal gucken, wie viel das bringt. Okay. Nicht schlecht. Ist das wieder so ein Gegner? Na, das ist die... Das sieht so ein bisschen aus wie die Jungen von dem Viech, das ich gerade umgebracht habe. Oh, jetzt stelle ich mir gerade vor, dass ich die Mutter von dem umgebracht habe. Das wäre aber schlecht. Ja, das ist Wildnis. Wenn die Mutter mich attackiert, dann... Oh, das ist ja furchtbar. Fallschaden ist immer noch der schlimmste Schaden in dem Spiel. Und besonders, wenn man stirbt. Ah, ich habe endlich das Ding gefunden. So. Sale, sag mir, was das ich machen soll. Genau, Energy Source. Er kann das patchen. Und jetzt kriegt man eine Nachricht von jemandem, der hinter dem Tor ist. Oder auf der anderen Seite. Andere Seite muss man jetzt ein bisschen anders definieren. So, ich bin gespannt, wo wir jetzt landen. Ah, wieder in dem, ich sag jetzt mal, Grundbionom dieses Planeten. Ist eigentlich kein schlechter Planet. Eventuell, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig, eventuell werden wir uns hier niederlassen, wenn ich diesen bösen Steingolem besiegt habe, den ich nur deshalb besiegen will, weil ich mich hier langsam runter bewegen möchte. Ja, mach mal Erdfahrstuhl. Ist ein bisschen besser und sicherer. Und sammeln wir hier noch das Eisen ein. Wenn wir es schon mal sehen. So. Ja, wir brauchen eh Capistone. Früher oder später. Wir brauchen früher oder später sowieso jede Menge Capistone. Zumindest glaube ich, dass wir das brauchen werden. Also können wir es jetzt schon mal einsammeln. Und Kohle. Kohle ist nie schlecht. Wird auch nie schlecht. Das noch und das noch. Ja, hier noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ihr könnt mal gucken, ob ich schon ein Crafting Table bauen kann. Beziehungsweise ein Inventors Table. C. Inventors Table, was fehlt noch? Ach, Timber. So, jetzt. Und das fühlt sich viel, viel besser an, wenn man die Sachen einfach schnell craften kann. Das ist zwar entgegen dem, was die Entwickler haben wollten, aber wisst ihr was? Die Entwickler haben sowieso einige Fehlentscheidungen getroffen, was die letzte Phase des Spiels ist, angeht. Da sehe ich mich einfach nicht in der Pflicht, da näher drauf zu gehorchen. Primitive Surface. Wir brauchen Mats, okay. Campfire kann ich ja jederzeit wieder machen. Glaube ich zumindest, dass ich das könnte. Mats. Ich glaube, ich habe sogar Matt gesehen unterwegs. Die Musik hat plötzlich geändert. Hat sich plötzlich verändert. So, komme ich dann hier hoch? Ja, das reicht gerade so. Irgendwann müssten wir doch mal hier die Mine finden. Und die Mine ist eigentlich ganz gut dann, um die dritte Folge zu machen. Hoppla! Nein! Lass mich in Ruhe! Ah, ich komme nicht... Ha, verdammt! Habe ich noch Heilung? Nein, aber wenn ich esse und dieses Symbol habe, dann regeneriere ich auch ein bisschen. So, wach wieder auf und... Ja, ach komm, das ist doch nervtötend. Aber ich bin jetzt eigentlich nur so übervorsichtig, weil ich weiß, dass das Spiel vorbei ist, wenn ich sterbe. Wie im echten Leben. Aber ich habe es ja so gewollt. Beim echten Leben bin ich mir nicht so sicher, ob ich das so gewollt habe. Wieso leuchte ich denn jetzt hier? Ich verstehe es nicht. Ich leuchte. Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung warum. Wir können ja mal ein bisschen Licht machen, wenn ich die richtige Taste erwischen würde. Ich könnte hier auch ein paar Fackeln setzen, aber ich weiß gar nicht warum. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine One-Handed-Waffe. Zusammen mit unserer Fackel. Hallo... Evian-Kollege. Nein, es ist natürlich nicht. Es sind die primitiven Wilden unseres Volkes. Oder die Vorform, sowas wie der Affe für den Mensch, ist das Viech da für den Avian vielleicht. Wir kommen jetzt nicht hier hoch. Wir können auch nicht wirklich...
Es sieht so knapp aus. Ja, wir kommen doch hoch. Was reg ich mich denn da so auf? So, der will kämpfen. Sehr schön. Klettern wir jetzt wieder da drüber. Ja, komm. Oder wir gehen mal in den Untergrund. 6 und Fackel platzieren. Und wir können gleich noch ein paar von den Dingern einsammeln, weil wir brauchen Bandagen. So, dich nehme ich mal mit, weil wir haben ja so viele davon. Müssen wir auch ein bisschen sparsamer umgehen. So viel dazu. Ah, wir haben jetzt Matt. Matt ist insofern gut, dass wir jetzt endlich den anderen Kram produzieren können. Die Furnace. Lead was weiter use toxic carbon. Okay. Das ist neu. Das scheint durch Tracking Universe dazu gekommen zu sein. Hauptsächlich, weil Lead, soweit ich weiß, kein Teil von normalem Starbound ist. Aber meinetwegen, das ist mir recht. So, den nehme ich wieder mit. Den lasse ich... Nee, ich lasse den, ne. Ich nehme den auch wieder mit. So, aber den Furnace können wir jetzt herstellen. Kriegen wir das hier irgendwo aufgebaut? Nein. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich hätte es auch so platzieren können, dass ich drauf springe. Aber nö. Ah. Jetzt nochmal. So, Erdfahrstuhltechnik. Geht ja nicht anders. Doch, es geht anders, aber ich hatte jetzt gerade keine Lust für die anderen. So, es regnet. Was ist hier drin? Ich brauche wirklich eine Einhänderwaffe, das ist... Ja, ich wiederhole mich jetzt öfters mal, aber es bleibt ja bei dem gleichen Aussage. So. Du bist gefährlich, deswegen musst du sterben. Ich verteidige mich nur. So, eigentlich ist das hier mit meinem Lieblingsbionom. Obwohl ich schon so oft gesehen habe. Ab und zu sage ich mal, dass ich die Nase voll davon habe. Hier unten ist eine Kiste, die will ich haben. Hat sich durchaus gelohnt, auch wenn ich wette, dass wir jetzt nicht mehr hier hochkommen. Nein, warum sollten wir? Ja, 62 werden wir nie brauchen. So. Interessant, jetzt füllt sich das hier so nach und nach mit Wasser. Ach komm, soll es dein Ernst sein? Du kannst nicht da hochspringen? Wie stark haben denn die das genervt? Den Sprung. Das ist ja furchtbar. So, der da wird mir böse sein, schätze ich mal. Ja. Dip. Das ist schon... Ja. Kampf fühlt sich intensiver an, wenn man weiß, dass danach Schluss ist. So, ich sehe gerade 23 Minuten. Ich will zumindest die Mine finden. Und wenn ich den ganzen Planeten umrunden muss, was ich wahrscheinlich wirklich machen muss... Dann ist das halt so. So, warum will mich hier alles töten? Na gut, die Leute in den Dingen am Anfang wollten mich nicht töten. So. Wir müssen uns mal bald wieder Gedanken machen über Nahrung. Beziehungsweise, naja, Nahrung ist genügend da. Ich meine, Heilung. Hoppla. Ach komm. Das ist ja wirklich gefährlich. Passt mal nicht auf, weil du dich irgendwie mit deinem Kram beschäftigst und dann wirst du von hinten attackiert und stirbst. Das ist ja unfair. So, alles mitnehmen. Baumwolle brauchen wir dann garantiert auch noch ein bisschen. Ah, ich glaube, das ist die Heilung, die da so leuchtet. So, komm mal her, du. Komm her. Im Mondlicht werde ich dich dann ins Mondlicht ziehen. Sozusagen. Okay, Heilung ist noch drin, also da machen wir jetzt weniger Gedanken. So, das haben wir alles geschafft. Das auch. Ich könnte mal ein paar Samen davon mitnehmen. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich noch was Neues gelernt.
Ah, Good Berry Seeds. Ich kann jetzt schon, also ich lerne jetzt schon die Rezepte, um dann später neue genetische Experimente damit zu machen. Genau wie das hier. Gucken. Miracle Quass haben wir jetzt gelernt von Redflower Seeds. Okay, es geht los. Blue Petal, hier will ich auch die Blume mit haben. Na, da hat sich nichts getan. Und wir haben die Mine gefunden, endlich. Und da würde ich sagen, damit ich jetzt nicht wieder gleich sterbe, wenn ich die Folge zwischendrin beende und irgendwas anderes mache, und hier ist die Gefahr wirklich relativ groß, ich werde mich jetzt hier im Zelt verstecken und Save and Quit drücken. Damit, wie gesagt, nichts Böses passiert. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge ein wenig gefallen. Ist jetzt noch nicht so viel passiert. Und ich überlege jetzt gerade erst, ob ich das wirklich tageweise hochlade oder vielleicht ein bisschen zügiger. Denn es sind nur noch 4 Tage vom jetzigen Tag an, bis Starbound veröffentlicht wird. Und ja, wenn wir in 4 Tagen überhaupt nichts erlebt haben, dann ist es auch relativ sinnlos, das jetzt als Kurz-Let's Play zu machen. Ihr wollt ja ein bisschen mehr sehen. Das würde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch eine Folge auf. Das mache ich so oder so. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.